Hallo miteinander, mein Name ist Freddy Wüi. Ich arbeite seit 30 Jahren im VMC. Meine Leidenschaft ist Denim. Und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben zur Behandlung von Jeans. Also, eine Jeans hat für viele Leute einfach zwei Beine, aber es gibt relativ grosse Unterschiede. Wir haben im kommerziellen Bereich meistens Jeans, die ein bisschen Elastananteil haben. Und dann gibt es natürlich für die absoluten Puristen gibt es heute wieder Denims aus den 50er Jahren mit alten Webmaschinen gefertigt. Die eine ist elastisch, die andere muss eintragen. Da gibt es einen Haufen verschiedene Ansichten. Ich war früher der, der gesagt hat, ja, nicht waschen. Weil das Fading von einer Jeans natürlich, wenn man es nicht so viel wascht oder gar nicht wascht, dann gibt es natürlich ganz krasse Zeichnung in einem Denimstoff. Mittlerweile habe ich meine Meinung ein bisschen revidieren, weil alles, was mit alten Webmaschinen gefertigt wird, so wie heute sehr viele japanische Firmen arbeiten, ist es von Vorteil, wenn man es ab und zu mal wäscht. Grundsätzlich beim Waschen empfehle ich immer Kurzprogramm. Also das ist Sportprogramm, das gibt bei modernen Maschinen gibt es sogar mittlerweile ein Jeansprogramm. Wichtig ist, auf der linken Seite waschen, wenig Waschmittel nehmen, bis gar kein, weil die Stoffe einfach von der Farbe her viel, viel schöner und intensiver werden. Wenn man sie in der Maschine wascht, empfehle ich zwischen 30 und 40 Grad. Weil eine Hose die ist nicht so stinkdreckig, dass man sie muss irgendwie wie früher 60 Grad waschen in einem stündigen Waschgang. Das ist völlig unnötig. Nein, ich bin nicht unbedingt für Weichspüler. Das braucht es nicht. Die Jeans ist eine Arbeitshose und wenn die eingetragen ist, wird die butterweich. Die absoluten Puristen, die diese wahnsinnig schönen Zeichnungen wollen in den Jeans, die legen viel die Hose nur einlegen. Das ist natürlich top. Also da hast du keine Schwingungen, es gibt keine Streifen, die Hose geht nicht ein. Es gibt eine wunderschöne Farbe. Das ist etwas vom Besten. Nur da muss man sehr verliebt sein in seine Hose. Weil das ist ein relativ grosser Aufwand. Ja, nicht. Ein Tumbler tue ich auf keinen Fall empfehlen. Sondern einfach aufhängen. Mit dem Tiefgefrierer ist so eine Sache. Also wir erzählen das viele Leute, dass sie Jeans im Tiefgefrierer tun. Ich kann das nicht so nachvollziehen. Ich würde sie, wenn eine Hose stinkt, würde ich sie waschen. Und sonst würde ich sie einfach aufhängen. Aber im Tiefkühler. Ich finde natürlich Bügeln bei einer Jeans völlig unnötig. Es gibt aber sehr viele Leute, die die Hose bügeln, aus einem ganz einfachen Grund. Sie wird viel, viel geschmeidiger. Oder? Wichtig ist einfach, wenn bügeln, auf der Innenseite bügeln. Also ja, nicht auf der Denim-Seite bügeln. Eine Jeans musst du so viel wie möglich tragen. Das ist das, was du deiner Hose kannst zu lieb tun. Und je älter sie wird, umso schöner sieht sie aus.